Rumrührt vor Omar Hanin. Da ist er wieder, Aslani. Da sollten wir aufpassen. Wieder mit dem Schuss. Diesmal ist Omar Hanin aber da. Da zwingt er ihn aber zum Abtauchen, Halbspringen halt abtauchen. Boah, da pfeifen auch Schiedsrichter faul für. So, jetzt die Chance für Hoffenheim. Weil die Außen, den wird er reinbringt, findet aber keinen Abnehmer, weil weiß man davor das. Aber Ball immer noch bei Hoffenheim. Schussversuch wird geblockt. Che jetzt am Ball. Tom Bischoff schießt und Boah. Der war gut. Der war gut. Aber Omar Hanin hebt er ab und kann den Ball entschärfen. Das war eine gute Situation, eine gute Chance für Hoffenheim und vor allem auch ein guter Schuss von Tom Bischoff. Ja, genau das meine ich. So ein bisschen problembehaftet und fehlerbehaftet das Offensivspiel da. Müller. Noll ist da. Es legt sich keiner hinter die Mauer. Kommt da hochgeschossen und an den Pfosten. Was ein Schuss. Nächste große Chance für Hoffenheim. Der Ball geht aber an den Pfosten. Omar Hanin kann da nur hinterher gucken. Das war wieder sehr knapp. Sieht wohl nach der 34 aus, nach wieder Tom Bischoff, der ja gerade eben schon gezeigt hat, wie toll er die Bälle. Der macht auch und der kommt wieder gut. Wieder Aluminium, diesmal an die Latte. Das ist gefährlich. Und der neue Spieler kommt übrigens auch schon rein. Acht jetzt, Elmkis ausgewechselt. Die Nummer 6, das ist Valentin Lessig, wird wohl reinkommen. Jetzt Leon Müller. Boah. Das war akrobatisch. Also da muss ich sagen, habe ich mich jetzt sehr erschreckt. Das war auch vielleicht ein bisschen Glück. Da ist ein bisschen Fabian Hambüchen in ihm durchgegangen. Ja. In Nahul Roll, Wahnsinn. Ich kann gerade tatsächlich nicht ganz glauben, weil ich da gesehen habe, das war doch ein Salto. Oder was hat er da gerade gemacht? Ein bisschen Glück war da mit Sicherheit auch dabei, da ist er sehr durch den Strafraum geflogen. Das werde ich mir im Nachhinein auf jeden Fall nochmal anschauen. Das war schwierig zu sagen. Strittige Situation auf jeden Fall. Boah, das dürfte ein Foul sein, wenn er nicht Vorteil laufen lässt. Das ist ein guter Ball auf Ünlüçifçi. Ja. Also die drei Eingewechselten bringen da einen guten Spirit rein. Sowohl Messina als auch Ünlüçifçi als auch Falaye, die haben Bock. Die bringen da echt nochmal einen tollen Impuls rein. Jetzt wieder gute Aktion. Ünlüçifçi da ein bisschen zu hoch den Ball gezogen, aber Reuter da wichtig mit dem Fuß dazwischen. Und jetzt ist es passiert. 2-0 für Hoffenheim. Schuss noch leicht abgefälscht. Also der Dietmar Hopp Sportpark ist komplett am Eskalieren. 2-0 für Hoffenheim. Torschütze mit der Nummer 34, meine ich, war es. Ja. Tom Bischoff. Wir hatten ihn vorhin angesprochen. Einfach eine extreme Qualität auf dem Platz.
wettzumachen in den letzten Spieltagen. Koblenz führt zu Hause gegen Barockstadt mit 1:0 und Steinbach führt zu Hause gegen den KSV Hessen-Kassel. Wird sicherlich auch für die zweite Mannschaft von Hoffenheim noch spannend sein, was die Steinbacher da so treiben, während jetzt fast das 3:0 fällt, aber eben noch fast. Manin hat den Ball. Lütschivci, der seine ganze Klasse zeigt heute, finde ich, hat sehr viele gute Aktionen dabei gehabt. Verliert aber jetzt trotzdem den Ball. Und jetzt die nächste Schussgelegenheit und am Ende auch das nächste Tor. Ja, jetzt macht es Hoffenheim doch deutlicher als erstmal gedacht. Die Nummer 21, Mohamed Mehmet Damar war das. Stramm abgezogen, keine Chance für Omar Hanin. 3:0 für Hoffenheim, die ihre Position als aktuelles Top-Team bzw. als Spitzenreiter nochmal unterstreichen. Fangen wir uns vielleicht jetzt das zweite, als diese tollen Freistöße da auf unser Tor zuflogen. Aber das waren ja eher Phasen, die wir dann gut überstanden haben, dann besser wurden und dann die Tore kassiert haben. Und jetzt die nächste Möglichkeit, boah. Ja. Du hast es angesprochen, die Freischüsse immer, also sehr häufig sehr gut getreten, unter anderem vor allem von Tom Bischoff, der eben zweimal der Aluminium getroffen hat, der übrigens jetzt gerade ausgewechselt wurde. In Ulm. Ich glaube, der SWR hat einen Livestream, also da gerne auch mal vorbeischauen und aktuell sich informieren lassen, was Offenbach da in Ulm so treibt, aber sicherlich jetzt der Druck sehr schön gespielt. Sehr groß und da ist sogar das vierte. Boah, sicherlich jetzt das ein oder andere Tor zu hoch, aber Hoffenheim einfach voller Spielfreude, voller Laune, voller Tatendrang. Das war die 27. Das war ein sehr schöner Spielzug, würde ich sagen. Sehr Einkontaktfußball, hat mich ein bisschen an Barcelonas beste Zeit erinnert, würde ich sagen. Also sehr schnelles Spiel da, immer nur einen Kontakt genutzt und im Endeffekt dann noch eiskalt vom Tor gewesen, die 27. Florian Bär, ja, schöner Fußball. Auch kein leichtes Spiel, aber da wird sich dann eventuell sogar erst entscheiden, wer dann am Ende den Weg in die dritte Liga geht. Und Noel Knote jetzt nochmal mit einem womöglich letzten Zeichen offensiv des FSV. Das soll es gewesen sein. Ja, was sagst du? 4:0 dann vielleicht doch ein Tor zu hoch, oder? Auf jeden Fall. Ich denke auch, überwiegend, ja, auf jeden Fall Hoffenheim die bessere Mannschaft heute gewesen, aber ich glaube auch, dass der FSV ordentliche Ballstaffetten zwischendrin hatte, da auch durchaus den Ausgleichstreffer stellenweise auf dem Fuß hatte, also das war auf keinen Fall kampflos vom FSV, aber dennoch Hoffenheim heute eine überragende Leistung, völlig zu Recht stehen sie da oben, sind im Aufstiegskampf, also ich denke, es hat das Spiel hat Spaß gemacht anzuschauen, ich denke, es war eine sehr gute Leistung, die wir da heute geboten haben. Tore haben wir auch geboten bekommen. 3 Weitschuss-Tore, wenn ich mich nicht irre. Da hat man vielleicht auch zu viel Platz in Hoffenheimer eben gelassen aus FSV-Sicht. Aber ich denke mal, das wird man dann intern, wird man dann nochmal drüber schauen und analysieren.